Hallo, willkommen zum nächsten Video und in diesem Video werden wir Dinge auch schon vorbereiten. Wir brauchen hier noch eine Schraube, die direkt zum Rumpf führt, damit der Arm am Rumpf befestigt ist und eine Schraube hier auch, damit der Oberschenkel am Rumpf befestigt werden kann und hier eine Schraube, damit der Fuß bzw. hier die Hand befestigt werden kann. Das können wir alles nur machen, indem wir uns auf diesen Flächen, wie du weißt, immer den Mittelpunkt anzeichnen. Wie das geht, habe ich im letzten Video gezeigt. Du klickst einfach auf die Führungen. Ich werde jetzt hier noch einmal die Führung löschen, damit du siehst, wie das geht. Und zum Beispiel hier will ich den Mittelpunkt von der Fläche wissen. Ich klicke das Ganze an. Das ist ja bereits gruppiert. Du klickst zweimal drauf. Dann Maßband nehmen, von einem Punkt diagonal zum anderen. Wenn das ein Quadrat ist, dann ist das hier die Mitte. Und dann bitte auf den Kreis klicken, einfach 0,3 eingeben und ein Loch bohren, indem wir auf das Drücken-Ziehen-Werkzeug klicken, einfach diesen Kreis anklicken, nach unten ziehen und 3 eingeben. Nicht verwechseln, 3 und 0,3. Und dasselbe musst du bei den anderen Punkten auch machen. Hier und hier unten auch, wo ich das schon gemacht habe. Damit wir effizient weiterarbeiten, werden wir uns jetzt hier einmal diese Schraube nach oben spiegeln. Das heißt, du erstellst ja jetzt eine Kopie. Du gehst auf das Bewegen-Werkzeug. Du holst dir eine Kopie. Bitte nicht auf die roten Punkte klicken, weil damit drehst du die Schraube. Sondern irgendwo anders hinklicken und einfach die STRG-Taste drücken. Es zeigt, ein kleines Plus entsteht hier. Und damit kannst du dann die Kopie nach oben schieben. Und jetzt wollen wir die Kopie aber auch nochmal von oben drehen. Einfach so. Und auch im rechten Winkel. Und jetzt werden wir diese Kopie einfach noch auf den Kopf stellen. Da fasse ich hier unten diesen roten Punkt an. So. Und schiebe das Ganze einfach nach oben. Und habe jetzt hier quasi zwei Ringschrauben ineinander versetzt. Dieses Element brauchen wir dreimal und deswegen würde ich mir diese beiden Stücke an deiner Stelle gleich gruppieren. Das heißt, du klickst jetzt hier dieses Element an, dann dieses Element und sagst, es ist eine Gruppe. Mit rechter Maustaste gehst du auf Gruppieren. Gruppieren und kopieren. Das ist in SketchUp eine Tätigkeit, die man immer wieder machen muss. Und jetzt gehst du einfach auf das Bewegen-Werkzeug und schiebst jetzt diese Kopie hier unten hin an die Hand. Und ich stelle mich dazu jetzt mal hier hin, klicke einmal da drauf. Oh, jetzt habe ich das Ganze bewegt. Dann kann ich das hier wieder rückgängig machen. Schauen, ob alles passt. Jawohl. Und drücke die STRG-Taste und ziehe mir eine Kopie hier einfach mal in den Raum, irgendwo nach links. Stelle mich jetzt hier unten hin und hole mir hier das Objekt. Irgendwo fasse ich da an, vorsichtig, und stelle mich mal hier hin. Und jetzt sieht man, man bewegt sich hier irgendwo im Raum, wenn man da falsch anfasst, dann dreht sich das Objekt vorsichtig. Einfach wirklich den richtigen Punkt erwischen. Ich stelle mich hier oben auf die Spitze, klicke einmal drauf, dann zoome ich zurück. Das klebt hier richtig an meiner Maus dran und ich kann mich hier in diesen Punkt stellen, wo das Ganze hineingeschoben werden soll. Wenn da noch die Diagonalen sind von letzten Mal, die werde ich jetzt einfach mal hier so aufzeichnen,
bin ich mir gleich sogar sicher, wo der Mittelpunkt ist. Ich klicke wieder diese Spitze an und stelle mich genau dahin. Damit du das auch richtig siehst, zeige ich dir das nochmal hier. Und jetzt schiebe ich dieses Element einfach hinein. Einfach mit dem Bewegen hineinschieben. Und da gibt es oft Probleme, dass SketchUp das irgendwo hinschiebt. Da brauchst du nur die Pfeiltasten zu drücken von der Tastatur. Ich zeige dir das nochmal. Tastatur. Diese Pfeiltasten. Und wenn du diese Pfeiltaste drückst, dann bewegst du dich in der Richtung Z-Achse. Und da bewegst du dich dann automatisch in der richtigen Richtung und kannst das Objekt in der richtigen Richtung mit gedrückter Pfeiltaste richtig einsetzen. Also diese Taste drücken, schieben und du bewegst dich automatisch nach oben. Du musst halt immer wieder nachschieben. Und dann passt das und sitzt in dem Loch drin. Die Positionierung, das muss passen. Dasselbe musst du auch nach hierhin hier machen und du klickst einfach hier gleich die Spitze an, klickst einmal drauf, dann drückst du die STRG-Taste, erstellst eine Kopie dadurch und stellst dich mit der Kopie hier wie durch ein Wunder auf diesen Punkt. Und da sitzt sie schon und jetzt vielleicht doch die Pfeiltaste hinunterdrücken und das Ganze hier versenken. Dasselbe musst du noch hier unten beim Fuß machen. Du holst dir gleich diese Kopie. Du klickst irgendwo hin, nicht auf die roten Punkte, drückst jetzt die STRG-Taste, holst dir diese Kopie und stellst dich gleich hier unten hin. Und wieder suchst du dir diesen oberen Punkt aus, mit dem du das Ganze hineinschrauben willst, klickst da drauf. Jetzt klebt das Ganze hier an deiner Maus. Und hier unten bräuchten wir den Mittelpunkt. Naja, gut. Es gibt verschiedene Arten, den Mittelpunkt sich anzeigen zu lassen. Ein weiterer Punkt ist, zum Beispiel klicke auf den Auswahlpfeil, klicke mal hier hin, so dass du wieder in der Gruppe drin bist und dann klicke nur diesen Ring an, gehe auf die rechte Maustaste. Da findest du sogar den Punkt Mittelpunkt finden. Auch ein Weg, den Mittelpunkt zu finden, ohne die Diagonalen. So, jetzt wieder zu unserem Bewegen und Einsetzen. Ich stelle mich auf die Spitze, stelle mich hier auf den Mittelpunkt und dann schiebe ich das Ganze hier einfach mal senkrecht nach oben hinein. Du kannst es auch ein bisschen herausgucken lassen. Das war's hier zu diesem Element. Letzter Schritt. Wir kippen diese obere Schraube nach rechts, weil sie sich dort am Rumpf befestigen lässt. Und das machen wir einfach, indem wir diese Gruppe wieder auflösen. Wir klicken sie an, sagen in Einzelteile auflösen. Und jetzt haben wir dieses Element hier befreit. Und das muss ich jetzt einfach rechts rüberlegen. Dazu klicke ich wieder auf das Bewegen-Werkzeug, kann jetzt dieses Element drehen, schieben, nach unten bewegen, auch wieder mal etwas im Orbit bewegen, noch etwas rüberziehen und hier einhängen und fertig sind die Verbindungen zu den Extremitäten, zur Hand, zum Fuß, zum Rumpf und zum Oberarm. Im nächsten Video machen wir die Lederstreifenverbindungen.